Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hogwarts Legacy. Wir wollten zu Deke. Na, jetzt sind wir schon hier. Jetzt rennen wir nochmal zu dem Pflanzenhändler und hoffen, dass der jetzt endlich mal die Samen hat, die wir suchen und brauchen. Da mussten wir hier so durch. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Ich bin echt ehrlich, aber ich tue jetzt einfach, als ob ich mich bestens auskenne und wüsste, wo ich hinlaufen muss. Und dann werden alle ganz erstaunt sein und sagen, wie hat er das nur gemacht? Ich... keine Ahnung. Revelio. Das war sicher der unsinnigste aller Wege, die man hätte gehen können. Das ist das Einzige, wo ich mir wirklich sicher bin. Willkommen, nur hereinspaziert. Oh, Beteri. Seien Sie vorsichtig, Venemosa-Tentakel. Nur Dünger. Meine Tür steht immer auf. Ich bin hier falsch, oder? Das ist der... Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Ich bin dumm. Ist der Laden da unten? Ist eigentlich das da oben für ein Haus? Revelio. Hallo? Verlassenes Geschäft. Kann man das kaufen? Lumos. Irgendeine x-beliebige Steinwand. Yay. Yeah. Revelio. Da hinten. Lumos. Ah. Zauberei. Bleib da. Voila, Vogel. Sehr schön. Ja, das da unten ist gleich eigentlich das Geschäft für Samen, ne? Ich glaube, ich habe das einfach die ganze Zeit vercheckt. Revelio. Bei dem da kann ich Hallo. Das nämlich kaufen. Bitte schauen Sie sich in Ruhe um. Ich bin so doof. Lassen Sie mich bitte wissen, wenn ich Ihnen sonst noch helfen kann. Lassen Sie mich bitte wissen, wenn ich Ihnen sonst noch helfen kann. Alles gut. Ich habe Dochte. Gehört, dass Sie mit Clementine... Hauptsächlich Malvengrau... Stufe 3. Dann wollen wir nochmal in unseren Raum der Wünsche. Da denkt jetzt mal so ein Pflanzentisch mit zwei so Dingern. Aber ich hab gar keine Ahnung mehr, wie man Beschwörungszauber. Okay. Bei Wälzer und Schriftrollen kaufen. Für 5 Pflanzen. Drei Pflanzen.
Sagt einer der Großen. Ist ja noch überhaupt nicht. Okay, dann gucken wir noch mal. Wie heißt der Laden? Wälzer und Schriftrollen. Kaufen wir da mal einen. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Zum besseren Pflanzentopfzeug. Eigentlich sollten wir mal ein bisschen Geld haben, oder? Lassen Sie mich wissen, falls Sie nach etwas Bestimmtem suchen. Alte Station. Tisch mit großem Topf. Hüpfenden Topf. Auch nicht schlecht. Ich weiß nicht, was ist denn mittelgroß? Nichts ist schöner, fünf als kleine, genau das Richtige zu finden. Drei mittelgroße. Zwei große, keine Ahnung. Hüpfender Topf. Sie haben wohl nicht genug dabei. Ne, leider nicht. Und wir machen in die Tränke. Lassen Sie mich wissen, wenn ich Ihnen anderweitig helfen kann. Schauen wir mal, ob Sie mir anderweitig mal helfen können. Erstmal wollen wir dann unseren Raum. Und einen kleinen. Gott, was für viel Platz. Sagst du mir irgendwo? So, eigentlich passt der so hier nicht rein. So. Dann räumen wir ihn wohl hier runter. Machen wir es halt so. So, super Sach. Machen wir es mal so. Noch mal den hier. So hin. Und dann wollen wir noch so einen großen.
Muss eh nicht schön ausschauen, ist mir eigentlich alles ziemlich egal. So. Oh oh, pass auf. Nehmen wir das hier mal weg. Okay, wir können ja eh noch vorbeilaufen, dann ist ja eh. Hopp. So, was hatten wir da eigentlich für. Was macht da für ein Zauber hin? Der dann, ja. Das kann ich jetzt hier bei großen Töpfen so. Auch alles. Komm, Malvenkraut und Dünger. Ich habe keine Ahnung, wo jetzt der Unterschied ist. Jetzt sag ich hier so. Ah, hier. Oh, da steht. Ah, ich bin dumm. Ist egal. Malvenkraut bleibt jetzt kurz da. Ah, ich hätte halt ein paar große Pflanzen gehabt, ne? Flussgras zum Beispiel. Kann ich dich bitte nochmal abreißen? Sorry. Da muss unsere Tentakula hin. Da, klein. Dipdam. Alpenkraut. Raune. Blüterich. Einfach nochmal. Alpenkraut, weil ich brauche mir gefühlt am öftesten. So, ein bisschen Kaukohl. Die Schumpelfeige, klar, nochmal Kaukohl. Super Sach. Wächst hier mal ein bisschen was. So, kann die Tränkestation hier wieder weg? Eigentlich egal. Dann muss ich derweil auch schnell stehen bleiben. Ja, da warten wir noch auf den besseren Ding, der zufällig immer irgendwas braut. Finde ich gut. So, machen wir los mit der Quest. 12 Minuten später als gedacht. Ich möchte mehr über den Schnappsack wissen. Perfekt! Die liebt Ausflüge. Ja, dann fliegen wir mal wohin. Ausflüge selten so ein passendes Wort in der Umgebung. Die Katze, die so schön aufgeploppt ist. Ein schlimmer Wilderer. Diek hasste es, für ihn zu arbeiten. Hat hübschen Wesen Schlimmes angetan. In dieser Zeit sah Diek zum ersten Mal einen Schnappsack. Schön, wenn er einmal für gute Zwecke eingesetzt wird. Wir sind da. Diek liebt es, die Wesen hier zu beobachten. Besonders die Gruppe Knuddelmuffs in der Nähe. Es ist schön, wenn sie sicher sind. Gehen sie nur nahe genug heran, richten sie den offenen Schnappsack auf den Knuddelmuff und drin ist er. Alles was klar. Was auch nicht so nett klingt. Sorry. Wir haben einen. Ich konnte einen Knuddelmuff retten. Sie können so viele retten, wie der Schnappsack fassen kann. Wilderer fangen Knuddelmuffs und... schlecht. Nun, Diek weiß nicht, was sie mit ihnen anstellen. Diek ist überzeugt, dass sie bei ihnen sicherer sind. Nicht alle Tierwesen lassen sich so leicht retten wie ein Knuddelmuff. Diek empfiehlt nun ein Tierwesen, das fliegen kann. Ein Jobberneu vielleicht? Na schön. Wo finde ich einen? Diek weiß von einigen der Art westlich von hier in einem großen Baum mit Blick auf Hogwarts. Aber wir müssen vorsichtig sein. Diek hat kürzlich auch Wilderer dort gesehen. Diek wird sie dort treffen, wenn sie bereit sind. Nimm mich mit.
Revelio. Können wir auch irgendein Tier fangen. Wer hier wohl gelebt hat? Ich glaube, dass das echt weiter weg ist immer, als ich denke. Jetzt ist alles gut. So. Haha, auf Ultra macht das Spiel wenigstens auch ein bisschen was her. Revelio. Okay, Ziegen muss ich nicht sammeln. Komm gleich zu dir, Deke. Ich sehe da hinten nämlich gleich die nächsten. Weiß noch gar nicht, was ich vorhaben muss, ich sagen. Eigentlich irgendwas fangen. Inzentrum. Kann ich mit Feuer raustreiben? Wert. Vielleicht nur nachts. Oder Tig wird es uns gleich erklären. Ich wollte wieder vorher was wissen und machen, was ich noch gar nicht kann. Und wahrscheinlich sind das eh die gleichen Viecher wie. Hallo Tig. Machen wir weiter? Ja, gut. Tig hatte schon Sorge, dass sie einen Wilderer erwischt haben könnte. Vielleicht sollten wir uns sputen. Die Jobberknolle sind gleich hier, in dem großen Baum. Deke hat mal gesehen, wie fliegende Tierwesen mit Levioso verlangsamt wurden. So kann man den Schnappsack leichter einsetzen. Dann rette ich mal einen Jobberknoll. Viel Glück! Deke wird hier warten. Levioso! Pass auf dich auf. Da haben wir so einen Jobberknoll. Ich habe einen Jobberknoll gerettet. Deke hofft, dass ihr Jobberknoll den Schnappsack behaglich findet. Wilderer wollen ihn für seine Federn und sind nicht zimperlich beim Sammeln. Gibt es hier noch andere Tierwesen? Deke weiß nur von einer Sorte. Eine Herde Mondkälber auf einer Lichtung am Ende dieses Pfades hier. Deke trifft sie dort. Okay. Es war eh da, wo wir gerade wollten. Deswegen haben wir da nichts gefunden. Hallo, Deke. Ist das die Lichtung, die du meintest? Ja. Die Mondkälber versammeln sich am großen Baum mit dem Spiralmuster, aber nur unter dem Licht des Mondes. Wenn sie also nicht zufällig eine Methode kennen, um die Zeit zu beschleunigen, dann müssen sie wohl bis Anbruch der Nacht warten, um sie zu sehen. Dann suche ich wohl mal ein Mondkalb. Deke wartet auf ihre Rückkehr. Warten wir mal, bis Nacht ist. Ich kann mir vorstellen, dass Freeze gut ist. Die sind ja süß. Platz hier.
Ganz ruhig. Ich tue dir nichts. Ja, mit dir. Man soll Tiere ja nicht allein halten. Es war schwieriger als gedacht, aber ich habe jetzt ein Mondkalb. Noch ein Wesen, heil und unversehrt. Schade, dass wir die Mondkälber nicht tanzen sehen haben. Es ist traumhaft. Diek schätzt, dass sie hier fertig sind. Bald können sie noch mehr Tierwesen retten. Doch lassen sie uns zuerst diese hier zurück zum Raum bringen. Na gut. Diek wird sie im Raum antreffen, wann immer sie bereit sind. Karte von Hogwarts. Auf in unseren Raum der Wünsche. Da sind sie ja. Jetzt zeigen wir den geretteten Tierwesen ihr neues Zuhause. Wo ist meine Sitzgruppe in der Mitte? Hier ist nicht genug Platz für sie. Man stelle sich nur vor, wie sie hier herumwüten. Das geht gar nicht. Wenn sie sich darauf konzentrieren, was die Wesen brauchen, hilft ihnen der Raum. Ich weiß ja nicht, was ich brauche. An was genau hatten sie gedacht? Na nun? Sie haben es geschafft! Aber was ist es? Das weiß Diek nicht. Es gibt nur einen Weg, es herauszufinden. Und warum sagst du nicht jetzt geschafft? Wir treffen uns drin, wenn sie bereit sind. Sieht auf jeden Fall cool aus. Hallo, verbackte Haare. Sehen Sie nur, es ist unglaublich. Wo sind wir, Diek? Es sieht aus wie eine Heimat für ihre Tierwesen, eine Art Tiergehege. Ihre Tierwesen werden hier behaglich leben, gesund und behütet. Vielleicht möchten sie freilassen, ihnen ihr neues Heim zeigen. Ja. Das Tierwesen-Menü. Der ist schön, der Weiße. Diek glaubt, das Gehege wird ein schönes neues Heim für ihre Tierwesen. Allerdings. Ich hoffe nur, wir haben genug Platz für alle. Das hofft Diek auch. Falls der Platz aber doch knapp wird, hilft ihnen Madame Peck bei Schnabel und Brut in Hogsmeade, ein sicheres Heim für sie zu finden. Gibt es Wesen, die nicht in den Raum passen? Ja. Sie ist dafür bekannt, dass sie sich um Tierwesen in Not kümmert. Und sie bietet dafür einen guten Preis. Apropos kümmern. Tierwesen, die gut gefüttert und gepflegt werden, liefern wertvolle magische Materialien wie Knuddelmuffhaare. Wenn sie magische Materialien von ihren Tierwesen sammeln, zeigt Diek ihnen, wie sie sie verwenden. Sehr gut. Ich sage Bescheid, wenn ich welche habe. Ist kein Professor für Kräuterkunde, aber einige Pflanzen sind erntebereit. So süß. Darf ich jetzt einen anderen freilassen? Ich will lieber den rosanen haben. Wie süß.
Wo ist mein Vogel? Ah, hinten. Jetzt wollen wir euch alle ein bisschen füttern. Ach, Scheiße. War das Falsche. Ah, du willst auch Walsch, gell? Ja. Aber und du hast noch nichts bekommen. Süß. So süß. Achso, ich soll mit Dick sprechen. Sorry, Dick. Ich habe magische Materialien gesammelt, Dick. Dick kann Ihnen zeigen, wie Sie sie anwenden. Mit dieser Zauberanweisung müssen Sie einen verzauberten Webstuhl beschwören. Einen verzauberten Webstuhl? Ganz recht. Damit können Sie magische Materialien nutzen und in jede Faser Ihrer Kleidung Magie einweben. Dadurch wird sie auf verschiedenste Weise nützlicher. Versuchen Sie es doch mal. Dick glaubt, Sie werden vom Ergebnis begeistert sein. Dann probiere ich jetzt den Webstuhl aus. So, da kann er dann hier ins Eck. Passt schon, die Farbe ist schick genug. Tag hier. Und, oh, da bauen wir aber. Also können wir mal eine Stufe können wir zurzeit ganz easy machen, glaube ich, immer, aber. Da, dann. Upsi, nicht hier, wollen wir in unseren Kräuterecke gucken. Mal alles hernehmen hier. Stumpf und Stiel. Hab doch ein Kleidungsstück eine Eigenschaft hinzugefügt. Ah. Schauen wir mal. Und Sandy. Ist halt zu gut. Kann man hier. Ja, das hier benutze ich eh nie. Dirikals und Kniesfell. Machen wir das hier mal. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Das sollte ich Dick zeigen. Ich habe den Webstuhl benutzt, Dick. Wunderbar. Kann ich mit dem Webstuhl auch noch stärkere Magie in meine Kleidung einweben? Ja, indem sie noch mächtigere Tierwesen retten. Aber jetzt rät Dick Ihnen, sich Ihr Tiergehege anzusehen und die Tierwesen kennenzulernen, die Sie schon gerettet haben. Kann ich mit dem Webstuhl jedes Kleidungsstück verbessern? Der Webstuhl verbessert nur Kleidung einer bestimmten Qualität. Dick nimmt an, dass Sie unterwegs noch wertvollere Kleidung finden.
Deke weiß auch, dass sie in den Läden von Hogsmeade verschiedene Kleidungsstücke bekommen, die sie verbessern können. Danke für deine Hilfe, Deke. Danke, Deke. Sehr schön. Aber wie es weitergeht, sehen wir im nächsten Part von Let's Play Hogwarts Legacy. Dann schauen wir, ob wir gerade einen Zaun bekommen. Gucken wir uns den vielleicht mal an. Also vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bis dahin. Tschüssi.